Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier in meinem Geburtshelden-Podcast. Ich bin Annabel Geilzer, die Geburtspsychologin, und freue mich sehr, dass du jetzt heute wieder dabei bist. Und ich habe ein Thema mitgebracht, zu dem ich immer wieder gefragt werde: Annabel, wie ist das denn mit der Forschung der Pränatalpsychologie? Wie kann man denn überhaupt sehen, dass wie sich Schwangerschaft und Geburt auf einen Menschen auswirkt. Und das werde ich euch heute, ja, hier einmal vorstellen. Ja, ihr Lieben, wir sind gerade, wenn du jetzt reinhörst, im vollen Gange, einen Online-Kongress zu organisieren, nämlich den Traumgeburt nach Traumageburt Online-Kongress. Der heißt genauso wie mein Buch, beschäftigt sich auch genau mit dem Thema, nämlich mit der Aufarbeitung von schwierigen Vorerfahrungen. Muss nicht nur eine traumatische Geburt sein, das kann eben auch die eigene Geburt betreffen oder ja, psychische Vorbelastungen, Fehlgeburten, Totgeburten, alles Mögliche fällt im Grunde darunter. Und dann, wie man das sozusagen integriert und bearbeitet, bevor oder während man eben dann schwanger ist und sich auf eine Geburt vorbereitet. Und im Zuge dessen habe ich jetzt ein Interview mit dem Pränatalpsychologen Deutschlands geführt, nämlich mit Ludwig Janus. Wenn euch das interessiert, dann bleibt hier im Kontakt. Ich verlinke euch auch schon mal die Kongressseite. Ihr könnt euch da schon mal voranmelden und bekommt dann die Bestätigung, wenn der Kongress startet. Ja, und ich sage Lutz, weil wir uns schon länger kennen. Der Lutz hat wieder viele, viele Fragen beantwortet, die die Frauen beschäftigt, die Fachleute beschäftigen. Ne? Nicht mal Hebammen haben ja so ein breites Wissen über Trauma oder auch über die Dimension des Erlebens der Pränatalpsychologie, was eben dann dazu führt, dass ja häufig die medizinischen Aspekte so im Vordergrund stehen und weniger die psychologischen Aspekte. Das ist ja das, wofür ich so kämpfe oder nicht unbedingt kämpfe, sondern sagen wir mit einer so total positiven und guten Energie in die Welt gehe, dass eben die Geburtspsychologie genauso wie die Geburtsphysiologie in den Kreißsaal gehört oder an jeden Geburtsort dieses Wissen und diese Achtsamkeit gehört. Und ich habe den Lutz gefragt, für euch, sag mal, wie ist das denn mit der Forschung? Weil natürlich werde ich das auch häufig gefragt, dass Frauen sagen, ja, aber wie kann man das denn beweisen, ne, dass das Kind das alles irgendwie so mitbekommt und dass das Kind das erlebt, also dass es das so erlebt und dass das was mit dem macht, ne? Weil das so schwer vorstellbar ist. Und das ist so schwer vorstellbar, weil Schwangerschaft und Geburt eben nicht versprachlicht werden kann. Wir können ja nicht darüber reden, wir können ja nicht erzählen, ach ja, so war das damals, sondern es fehlt diese sprachliche Dimension. Und man spricht deshalb auch von der vorsprachlichen Zeit, beziehungsweise auch von dem vorsprachlichen Gedächtnis. Und das bedeutet aber nicht, dass wir nichts erinnern, sondern es ist eben so, dass wir in der Dimension von Fühlen und Erleben sehr wohl Dinge schildern können, wie es uns geht. Na, und das hat der Lutz auch so schön erklärt. Na, du kannst dich häufig alleingelassen fühlen, abgewertet, nicht gesehen, na, dass deine Bedürfnisse immer hinten stehen. Und wenn man dann so klassisch psychologisch eben da mal nachfragt, so, woher kennst du dieses Gefühl? Ne? Weil vielleicht ist das gar nicht der Partner, vielleicht macht er das gar nicht. Also vielleicht fühlt sich das immer so an, dass der immer, ne, seine Bedürfnisse vorne stehen, aber kennt er deine Bedürfnisse überhaupt? Und ist das wirklich nur in der Beziehung schon mal aufgetreten oder ist das schon vorher aufgetreten? Und wenn man da so hinschaut, dann ist es eben ganz häufig so, dass die Menschen finden, oh ja, stimmt, das kenne ich ganz gut aus klassischerweise jetzt, sage ich mal, als Beispiel der Kindheit, ne? Da war auch immer die Arbeit wichtiger, das Überleben und so weiter, ne? Meine Eltern, die waren mit allem Möglichen beschäftigt.
gerade auch in meiner Schwangerschaft, wenn man dann da noch mal genauer hinhört und fragt, auch bei den Eltern, wie war das denn? Ja, Hausbau, Jobkrise, wie auch immer. Dann waren die damit beschäftigt und nicht so sehr mit mir oder mit der Schwangerschaft. Und da kann schon zum ersten Mal dieses Gefühl von nicht gesehen werden, nicht so den Raum bekommen, ne, die Bedürfnisse zurückstellen müssen, kann da schon das erste Mal gesät sein. Genau, also das heißt, wir als Erwachsene laufen ständig rum mit unseren pränatalen, also vorgeburtlich heißt pränatal, und geburtlichen Themen, auch wie ich geboren werde, wie ich diesen Übergang in diese Welt erlebe, macht etwas mit meinem Weltbild und mit meinem Selbstbild. Ne, schaffe ich das ohne Hilfe? Kriege ich das in wirklich in einer guten Teamarbeit mit meiner Mutter hin, so als richtig so ein stärkendes, wow, krass, was ich kann, Erlebnis? Oder ist es eben so, dass viel interveniert wird, dass mir nicht vertraut wird, dass ich das kann, dass andere das für mich übernehmen müssen, dass ich das nur mit Hilfe schaffen kann und so weiter, ne? Oder sogar Gewalt erfahre. Und Menschen, die eben schon so früh auch Belastungen mit sich bringen, wie häufige Gewalterfahrungen oder Grenzüberschreitungen, sind einfach später auch, das weiß man, in Stress oder in Konfliktsituationen nicht so breit aufgestellt. Ne? Die kommen ganz schnell an den Punkt, dass sie dann eben in Kampf oder Flucht reagieren, weil sie nicht so, die können halt nicht dann da so zu einem Grundurvertrauen stehen und sagen, ach nö, den Konflikt halte ich aus, das schaffe ich, da gehen wir durch, sondern gelernt haben die was ganz anderes, nämlich dass das sehr lebensbedrohlich ist und dann greift eben Kampf oder Flucht aus dem alten Trauma. Genau, das jetzt nochmal so auf dieser Erlebensebene. Auf der Forschungsebene, das hat Lutz auch so schön erklärt, ist es einfach so, dass das super gut beforscht ist. Es gibt wirklich eine breite Studienlage. Das Problem oder ich mag es gar nicht Problem nennen, sondern das Verrückte eigentlich daran ist, dass diese Ergebnisse noch nicht zusammengeführt wurden auf diese Beziehungsebene der Schwangerschaft und der Geburt. Also es ist nicht in der Psychologie zum Beispiel verankert, ne? Also das sind häufig nicht Psychologen, die dann forschen, wie Mutter und Kind sich fühlen oder Ärzte, sondern wir haben dann eben Forschungen zum Thema Stress. Stress ist unglaublich gut beforscht, ne? Also es werden eben schwangere Mäuse, Ratten, denen werden Stromschläge versetzt, also schlimme Sachen, wie das so in der Forschung leider häufig ist. Die werden unter einen enormen Stress gesetzt, um dann zu sehen, wie wirkt sich das auf die nächsten Generationen aus. Und die nächsten Generationen, die zeigen genau dieses Stressbild. Die sind kaum alleine überlebensfähig, die sind total verängstigt, die sind total hintendran im Gegensatz zu der Maus oder der Ratte, die eben das nicht erlebt hat. Also da sehen wir das. Da wird halt immer gesagt, naja, aber wir sind ja keine Ratten und Mäuse. Das ist richtig, aber wir sind Säugetiere und es ist eigentlich ziemlich naiv zu denken, dass uns das nicht betrifft. Und da gibt es auch wirklich gute Forschung dazu, was ist, wenn Frauen, die schwanger sind, wirklich ein kontinuierlich hohes Stresslevel erleben und das bedeutet eben auch die dazugehörige Hormonausschüttung, die dann sozusagen das Baby auch in so einem Stress, Cocktail badet. Da hat man sehr wohl schon herausgefunden, dass das insofern eine Auswirkung auf das Kind hat, dass diese Menschen später, auch wenn sie erwachsen sind, nicht so stressresistent sind. Ne? Also die haben eine sehr viel geringere Reizschwelle auch sozusagen. Und auch im Sozialkontakt und in verschiedenen anderen, in Problemlösefähigkeit, Konzentrationsfähigkeit, man findet dann an ganz vielen Schraubstellen sowas. Also man merkt einfach, dass wirklich Schwangerschaft und Geburt das Fundament unseres Lebens darstellt. Das bedeutet nicht, und das ist ganz wichtig, dass du das jetzt hörst und fühlst, was ich sage, dass dann alles verloren ist, wenn es schief gelaufen ist oder wenn es nicht so gut gelaufen ist. Ne? Du hast nicht das Leben deines Kindes verkorkst. Erstmal bist du sowieso gar nicht schuld. Es geht nie um Schuld, sondern
Das Leben bringt Dinge mit sich. Man kann nicht alles perfekt und problemfrei gestalten. Und man kann an diesen Themen arbeiten und man kann die integrieren und man kann das auch noch als Erwachsener. Ne? Also von daher, da ist dann nicht Hopfen und Malz verloren. Also keine Sorge. Es sind aber einfach so diese Tatsachen, dass das einfach Geburt, Schwangerschaft prägt immer und das jetzt erstmal ganz wertfrei, ob auf eine positive Weise oder auf eine negative Weise. Ja, und ich habe auch meine Doula-Ausbildung ja bei Michelle Audin gemacht. Wenn der dir jetzt nichts sagt, dann empfehle ich dir sehr. Also Ludwig Janus hat ja auch wahnsinnig viele Bücher geschrieben zu diesen Themen der Pränatalpsychologie, zu dem Thema, wie ja, sozusagen das Seelenleben in der Schwangerschaft ist für das Baby. Und Michel Audin ist ja auch einer der beiden großen französischen Ärzte neben Le Boyer, die die natürliche Geburt in den 80er Jahren wieder zurück nach Europa gebracht haben. Und der Audin im Speziellen hat eben auch die Wassergeburt nach Europa gebracht. Ja, also wirklich ein Mann, den man kennen muss, wenn man sich mit dem Thema Geburt beschäftigt und auch sich so mit der Geschichte beschäftigt, wie sich das alles wieder entwickelt hat. Also, dass wir heute ja wieder natürlich gebären, ne? Aber wir haben auch ganz viele medizinische Entwicklungen daneben. Und ich war total neugierig, diesen Menschen kennenzulernen, von dem ich so viele Bücher gelesen habe und der so viele Menschen inspiriert hat. Und habe eben die Doula-Ausbildung dann bei ihm gemacht. Und auch er hat ein wahnsinniges, breites Wissen zur Forschung gehabt, die erstmal im ersten Moment nichts mit Schwangerschaft und Geburt zu tun hatte. Ne? Also er hat zum Beispiel von einer Forschung berichtet, wo man eben gesehen hat, wie sich das blaue Licht aus den Smartphones auf den Hormonhaushalt auswirkt. Und er dann selber Rückschlüsse gezogen hat, was das dann für den Hormonhaushalt eben einer Schwangeren bedeutet und welche Auswirkungen das wiederum auf eine Geburt haben kann. Oder er war das auch, der mir dieses, ja, diese Geschichte gegeben hat oder uns diese Geschichte geschenkt hat von dem Schaf, das unter Vollnarkose einen Kaiserschnittgeburt erlebt und dann danach das Lamm nicht mehr annimmt. Also ein Schaf, wenn das nicht bei der Geburt quasi dabei war, nicht anwesend war, nicht die miterlebt hat, so ganz auf natürliche Weise, dann ja, hat es nicht geboren. Für das Schaf ist es, wird das Baby nicht angenommen. Und er hat das so als Beispiel gehabt, ne, weil er, und das erlebe ich ja auch, gesehen hat, dass Frauen, die eben nach Vollnarkose aufwachen und dann ihr Baby bekommen, häufig erstmal so eine Anpassungsthematik haben. Denen fehlt einfach da so ein essentieller Teil. Und das macht es dann manchmal schwierig, einfach in diese Mutterliebe zu kommen. Jetzt sind wir aber ja sehr denkende Wesen und sehr kognitiv unterwegs und sind ja kein Schaf. Das heißt, die menschliche Mutter weiß eben, okay, die sagen, das ist mein Kind, dann wird es wohl mein Kind sein. Und auf kognitive Ebene nimmt sie dieses Kind eben dann an, weil sie weiß, sie muss es jetzt versorgen, ne, und dass es halt überlebt, während das Schaf halt einfach geht, ne, und sich so denkt, nee, nicht meins. Genau, und das fühlen ja manche Frauen. Manche Frauen fühlen ja so dieses Gefühl von, nee, keine Ahnung, es könnte jetzt jedes Kind sein, ne, was die mir auf die Brust legt. Ich weiß nicht, ob das meins ist. Und das ist so schön, wenn man vorher in der Schwangerschaft eben sein Kind auch schon so gut kennengelernt hat und diese Pränatalzeit, also die Schwangerschaft schon so genutzt hat, um an einen tiefen Kontakt zu kommen, dann ist es danach viel leichter, auch wenn die Geburt noch mal zu einem Abbruch kommt, also wenn es da noch mal zu so einem Abbruch kommt des Kontakts, ne, zum Beispiel weil ein Notkaiserschnitt unter Vollnarkose gemacht wurde, ist es trotzdem leichter, dann wieder anzuknüpfen an die Beziehung, also sein Kind wieder zu erkennen. Na, das ist so das Thema. Und auch wenn eben die Geburt unproblematisch und schön verläuft und man hat diesen engen Kontakt in der Schwangerschaft genießen können und aufbauen können, dann ist es einfach so eine ganz natürliche Fortsetzung und
Dann ist es einfach so ein, ah, hallo, du bist es und ich sehe dich. Und genauso habe ich dich schon in der Schwangerschaft gesehen und jetzt sehen wir uns so auf diese andere Weise. Und der Übergang zur Elternschaft wird dadurch auch viel, viel leichter, als wenn wir wie ferngesteuert in der Schwangerschaft rumlaufen, noch alles erledigen, noch arbeiten bis zum Schluss, weil die Gesellschaft das ja so feiert oder weil wir das denken, dass das so erwartet wird und dann auf einmal diese Geburt da ist und dann auf einmal dieses Baby tatsächlich da ist. Ne? Für manche Väter ist das echt ein Thema, wenn die sich da nicht in der Schwangerschaft schon so drauf eingelassen haben, dann ist das halt so voll so, buh, dann steht man auf einmal da mit so einem Baby und in so einer Elternschaft und das ist echt krass, weil Eltern werden ist sowieso echt krass. Ja, aber wem erzähle ich das? Gut, das jetzt mal so als Impuls. Es gibt wirklich viel Literatur auch über die Pränatalpsychologie und darüber, ja, auch diese Zusammenhänge von den Studien zu erkennen. Da könnt ihr auch das Lehrbuch der Pränatalpsychologie heranziehen. Das hat Ludwig Janus auch mit gestaltet. Das ist ein Herausgeberwerk. Genau, wenn ihr bei Ludwig Janus schaut, bei Michel Audin, bei Le Boyer, das sind so Klassiker. Und die zeigen eben alle auf, wie wichtig diese Zeit ist, wie die das Fundament bildet. Ja, und total spannend finde ich es eben, dann zu sehen, dass es wirklich auch uns prägt von Anfang an und wir eben auch als Erwachsene uns immer wieder diese Frage oder überhaupt mal diese Frage stellen dürfen, wie sind wir denn geboren? Wie haben unsere Eltern Schwangerschaft und Geburt erlebt? Wie war das bei meinem Partner, bei meiner Partnerin? Weil auch das unter Umständen sich in der Geburt wieder zeigt. Na, also es passiert nicht selten, dass die Geburt des ersten Kindes nochmal so ein Abbild der eigenen Geburtserfahrung ist, weil die halt so tief in uns drin ist, dass das System sagt, okay, zur Geburt kenne ich jetzt nicht viel anderes, weil auch gerade hier in unserer Kultur, wir sehen ja nicht, wie Frauen gebären. Das ist sehr nicht in Afrika oder im Busch oder sonst wo, ne, sondern es passiert ja alles hinter verschlossenen Türen. Und ja, das Unterbewusstsein tut dann sein Übriges dazu und dann wird es halt nochmal auf den Tisch gebracht, sozusagen. Ja, kann, muss nicht, ne? Es ist immer so. Also es trifft nicht immer zu. Das ist auch nochmal ganz wichtig, auch bei Prägungen, auch wenn man sagt, ne, Kaiserschnitt hat diese und jene Prägung. Kann, muss nicht. Du siehst dein Kind, du siehst, was dein Kind zeigt und das ist dann das Richtige. Genau. Ja, wenn dir das gefallen hat und du sagst, boah, das ist so spannend. Also ich finde das mega spannend, diese Themen. Und ich gehe da wirklich tief rein in den Interviews, in dem Kongress. Dann melde dich doch gerne an. Und vor allem tust du mir auch einen großen Gefallen, weil das ist wirklich viel Arbeit, wenn du den teilst und viele Leute den eben dann auch sehen können. Wir geben da jetzt noch mal richtig viel Herzblut und Zeit rein, um den wirklich schön zu gestalten, um den mit wertvollen Inhalten zu füllen, um da wirklich ein breites Spektrum an Wissen einfach kostenlos zur Verfügung zu stellen. Und das machen wir unglaublich gerne und es macht am meisten Spaß, wenn es auch unglaublich viele Menschen erreicht und dann auch Feedbacks kommen und wir auch sehen, wow. Es berührt nicht nur uns, sondern es berührt die Welt. So, und in diesem Sinne verabschiede ich mich heute von euch und sage ciao, bis bald.